So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie dann bitten, die Plätze einzunehmen und sogleich die sechste Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin eröffnen. Ich begrüße Sie, unsere Gäste, die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Vertreterinnen und Vertreter der Medien recht herzlich. Als Geschäftliches habe ich Folgendes mitzuteilen. Die Fraktionen sind übereingekommen, die Drucksache 18-3623, das ist der Band 1 des Jahresberichts 2021 des Rechnungshofs von Berlin, gemäß Artikel 95 der Verfassung von Berlin und Paragraph 97 der Landeshaushaltsordnung und auch die Drucksache 18-3987, das ist die Vorlage zur Kenntnisnahme, Stellungnahme des Senats zum Jahresbericht 2021 des Rechnungshofs über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 2019, als Drucksachen der 19. Wahlperiode zu übernehmen. Widerspruch dazu höre ich nicht. Damit ist die Drucksache 18-3623 als neue Drucksache 19-144 und die Drucksache 18-3987 als neue Drucksache 19-145 in die 19. Wahlperiode übernommen. Und die beiden Drucksachen werden im Rahmen des Tagesordnungspunkts 3, das ist der Jahresbericht des Rechnungshofs, behandelt. Die Fraktionen sind außerdem übereingekommen, die Drucksachen 18-3058 und 18-4198, das sind die Haushalts- und Vermögensrechnungen von Berlin für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, als Drucksachen der 19. Wahlperiode zu übernehmen. Auch hierzu höre ich keinen Widerspruch und damit wird die Drucksache 18-3058, die neue Drucksache 19-146 und die Drucksache 18-4198 als neue Drucksache 19-147 in die 19. Wahlperiode übernommen. Und diese beiden Drucksachen werden als Tagesordnungspunkt 36 und 37 in die Tagesordnung aufgenommen. Am Montag sind folgende sechs Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Der Antrag der Fraktion der SPD und gleichlautende Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke zum Thema eine Erfolgsgeschichte für Berlin, das Deutsche Herzzentrum. Antrag der Fraktion der CDU zum Thema Rohrkrepierer, maximale Inszenierung, Unsinn. Kaum sind die Flitterwochen vorbei, streitet sich Rot-Grün-Rot weiter und bringt nichts auf die Schiene. Der Antrag der AfD-Fraktion zum Thema linke Straßenblockaden brechen, Täter bestrafen. Sowie der Antrag der Fraktion der FDP zum Thema IT-Sicherheit ohne Update. Wie kann Berlin seine digitale Infrastruktur zukunftssicher aufstellen? Die Fraktionen haben sich auf das Thema der AfD-Fraktion linke Straßenblockaden brechen, Täter bestrafen verständigt. Und somit werde ich gleich dieses Thema für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Die anderen Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Dann darf ich auf die Ihnen zur Verfügung gestellte Dringlichkeitsliste verweisen. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge unter den Tagesordnungspunkten 7a, 21a und 35a in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den zuvor genannten Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird.
Widerspruch zur Dringlichkeitsliste höre ich nicht. Damit ist die dringliche Behandlung dieser Vorgänge und unsere heutige Tagesordnung beschlossen. Zum Tagesordnungspunkt 7a, dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion der CDU, der Fraktion Die Linke und der Fraktion der FDP. Das ist auf Drucksache 19151, Gesetz zur Änderung des Bezirksverordnetenentschädigungsgesetzes. Darf ich festhalten, dass die Dringlichkeit einvernehmlich beschlossen wurde, sodass die nach unserer Geschäftsordnung erforderliche Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Abgeordnetenhauses vorliegt. Auf die Ihnen zur Verfügung gestellte Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Damit ist die Konsensliste angenommen. Ich komme dann zu Entschuldigungen des Senats. Die regierende Bürgermeisterin ist ab etwa 17 Uhr abwesend, da sie ein Grußwort an die Teilnehmer der Berlinale richten wird. Und Frau Bürgermeisterin Jarasch, Frau Senatorin Busse und Frau Senatorin Kipping können aus gesundheitlichen Gründen nicht an der heutigen Sitzung teilnehmen. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Aktuelle Stunde zum Thema linke Straßenblockaden brechen, Täter bestrafen auf Antrag der AfD-Fraktion. Für die gemeinsame Besprechung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. Und in der Runde der Fraktionen beginnt die AfD-Fraktion. Der Kollege Wallender steht schon bereit. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Ende ist nah. Wir sind die letzte Generation. Die Not kennt kein Gebot. Der Weltuntergang wird am 20.01.2035 eintreten. Wir wissen es. Wenn nicht, finden wir einen neuen Termin. Früher hat man solche Weltuntergangssekten belächelt. Schlimmstenfalls stellten diese Personengruppen eine Gefahr für sich selbst dar, sei es durch Massensuizid oder durch die Ausnutzung und Rekrutierung psychisch labiler Menschen für ihre eigenen Zwecke. Seit Wochen wird nun ganz Berlin von einer kleinen, radikalisierten und fanatischen Weltuntergangssekte in Geiselhaft genommen. Dabei nehmen diese Personen auch billigend in Kauf, dass Rettungsfahrzeuge, welche täglich die Stadtautobahn benutzen, nicht rechtzeitig ihren Einsatzort erreichen können. Die Presse verniedlicht diese Personen fälschlicherweise als Aktivisten. Dabei ist die eigentlich treffende Bezeichnung Extremisten. Und Teile der Politik machen diese Gruppen auch salonfähig. Sie halten sogar politische Unterstützung und Zuspruch von höchster Stelle. Sei es durch die neu gewählte Bundesvorsitzende der Grünen, Frau Lang, die Zitat Verständnis für solche Aktionen habe, solange niemand verletzt werde. Schön, dass das einzig schützenswerte Rechtsgut, der Meinung der Grünen nach, also anscheinend die körperliche Unversehrtheit ist. Erpressung und Nötigung, um politische Ziele zu erreichen, ist ja dann anscheinend okay. Vielleicht wird es das nächste Mal eine Geiselnahme, solange niemand verletzt wird. Ein erschreckendes Weltbild, was sich hier offenbart, aber es spricht für sich. Insgesamt 29 Blockadeaktionen gab es laut Polizei seit der ersten am 24. Januar bis 8. Februar. Manche Orte wurden gleich mehrfach hintereinander an einem Tag besetzt. Im Zusammenhang mit den Straßenblockaden hat die Polizei einschließlich des vergangenen Freitages insgesamt 228 Verfahren eingeleitet. Von Nötigung bis hin zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist alles dabei. Keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten. Und es hört nicht auf. Gerade gestern meldete der verantwortliche Twitter-Account der Extremisten, dass von der Polizei Freigelassene auch am Mittwoch wieder Zufahrten der A100 blockieren. Und das taten sie dann auch wieder. Und das taten sie auch heute wieder, heute früh. Die Polizei versucht der Lage zwar durch das Mittel des Anschlussgewahrsams Herr zu werden, aber eine dauerhafte Lösung ist dies nicht. Und diese wird anscheinend auch nur spärlich durch die Richter genehmigt. Und eine weitere Straftat oder mehrere Straftaten wurden heute Nacht auch begangen im Grunewald. Dort wurden wieder in zahlreichen Straßenzügen die Reifen von Autos zerstochen. An den Fenstern der Fahrzeuge hingen auch wieder Bekennerschreiben von sogenannten Klimaaktivisten, die Folgendes beinhalteten: Verkehrswende jetzt, statt für alle,
System change, not climate change. Großartig. Also, die Stadt wird also die ganze Zeit terrorisiert von irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, dass sie den anderen Leuten ihre Meinung aufdrücken können. Wir fordern daher ein schnelles und entschlossenes Handeln der Strafermittlungsbehörden. Die Strafe muss gerade bei solch hartnäckigen Wiederholungstätern jetzt schnell und auf dem Fuße folgen. Hier könnte ich mir mal die Anwendung des Neuköllner Modells gut vorstellen. Fakt ist, Berlin kann es sich nicht erlauben, weiter von einer kleinen Gruppe Intensivtäter in Geiselhaft genommen zu werden. Herr Abgeordneter, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Pirot-Manelli aus der Grünen-Fraktion zulassen. Ja, die lasse ich gerne zu. Herr Verländer, ich saß letztes Wochenende in der U9. Ein Mann mit Eisenstock, aber ohne Maske, hat sich neben mich gesetzt und mich vor versammelter Mannschaft als Ostschlampe bezeichnet. Kein Mensch hat mir geholfen, alle haben zugesehen. Sehen Sie das nicht als das viel größere Problem in unserer Gesellschaft? Und wann hören wir auf, zu pauschalisieren und in Gruppen aufzuteilen und zu beschuldigen? Also ich hoffe, Sie haben den Mann angezeigt. Das würde ich Ihnen empfehlen, genauso wie übrigens auch die vielen Autofahrer, die genötigt werden, sozusagen dort im Stau zu stehen und blockiert werden, auch Strafanzeigen stellen sollten. Und ich denke auch, man sollte bei Straftätern, egal welcher Couleur, das nicht tolerieren. Und wissen Sie was, das Schlimme ist ja hier, dass hier auch diese Straftaten auch noch politisch motiviert sind, denn sie dienen der Erpressung der Politik, des Parlaments. Diese Leute wollen uns so lange erpressen, bis wir ihren Forderungen nachgeben. Und das dürfen wir nicht zulassen. Doch kommen wir mal zur auch politischen Bewertung des Vorgangs. Denn jede Wirkung hat eine Ursache. Und dieses Problem ist hausgemacht. Die Radikalisierung der Klimaszene schreitet immer weiter voran. Schließlich sind diese Aktionen nicht neu. Ich erinnere an die Blockaden von Extinction Rebellion im vergangenen Jahr oder den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Großen Stern durch Greenpeace. In anderen Bundesländern werden sogar Kraftwerksgelände gestürmt oder Automobilmessebesucher bedrängt. Der Zweck heiligt in den Augen dieser selbsternannten Weltenretter jedes Mittel. Aber woher kommt dieser Fanatismus, dieser fast religiös anmutende Untergangsglaube? Er wird gespeist durch das Heilsversprechen, welches insbesondere die Grünen, aber mittlerweile auch weite Teile in diesem Haus als Losung ausgegeben haben, dass die Politik den Klimawandel aufhalten könne und insbesondere Deutschland voran. Sich an die Spitze einer solchen Bewegung zu stellen, klingt erstmal charmant. Man kann es damit mittlerweile sogar bis ins Außenministerium bringen und bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft gleich hinterhergeworfen. Dabei wissen Sie eines ganz genau. Obwohl durch oder dank der Industrialisierung die Weltbevölkerung auf fast 8 Milliarden Menschen angewachsen ist und das Überleben dieser Bevölkerungszahl ohne den CO2-Ausstoß nicht möglich gewesen wäre und zukünftig auch nicht möglich wäre, verbreiten sie den Irrglauben, dass hohe Lebensstandards und eine signifikante Reduzierung des CO2-Ausstoßes möglich sind. Die Folgen ihrer Politik sind aber nur, dass sich nur noch wohlhabende Menschen Freiheit leisten können. Der Ausstoß des CO2 sinkt aber trotzdem kaum. Im Gegenteil, er steigt weltweit. Nun sind aber nicht alle ihre Anhänger kalkulierende grüne Lobbyisten, die sich seit Jahren mit staatlichen Subventionen auf Kosten der Verbraucher und Steuerzahler für angebliche Green Energy die Taschen vollstopfen. Nein, sie haben auch ein paar Dschihadisten, die für sie in ihren Glaubenskrieg ziehen. Es sind ihre verblendeten Jünger auf den Straßen. Diese glauben tatsächlich, dass die Welt untergeht. Und sie werden immer radikaler. Vielleicht gibt es bald die ersten Klimaterroristen. Das wäre dann mal ein echter Fall für den Verfassungsschutz. Sie werden mir nun sicher zurufen, ja, aber was tun Sie denn gegen den Klimawandel? Vielleicht etwas, was Sie sowohl in der Corona-Politik als auch in der Klimapolitik als in Regierungsverantwortung stehende Personen längst hätten tun sollen. Weniger Ängste der Leute vor einem baldigen Tod schüren und viel mehr Hoffnung verbreiten. Wie wäre es zum Beispiel, wenn der Mensch das tut, was er immer schon bei Klimaveränderung getan hat und sich durch Technologie anpasst?
Wie wäre es, auch ein wärmeres Klima als eine Chance zu begreifen? Nein, die Angst vor der Apokalypse verkauft sich besser. Und die Wahlergebnisse geben Ihnen bis zu einem gewissen Grad sogar recht. Aber passen Sie auf, dass die Revolution nicht irgendwann von Ihren eigenen Kindern gefressen wird. Und es gibt noch eine Wählerschicht, die immer weniger Verständnis für ihren religiösen Kult hat. Der einfache Arbeiter, die Leistungsträger dieser Gesellschaft, Steuerzahler und alle anderen Menschen, die den Personen, welche sich mit Sekundenkleber auf Straßen festkleben, überhaupt ermöglichen, sich tatsächlich darüber Sorgen zu machen, dass es in den Supermärkten zu viel Nahrungsmittel gibt als zu wenig. Früher sind die Menschen nämlich mal für das Gegenteil auf die Straße gegangen. Lassen Sie mich vielleicht noch kurz ausführen, das beherzte Eingreifen einiger Autofahrer, die die Leute dort von der Straße ziehen. Es ist natürlich abzuraten, so etwas zu tun, weil die Gefahr besteht, eine Körperverletzung zu begehen, wobei ich auch anmerken möchte, dass so etwas wie eine Notwehrlage vorliegen könnte, wenn man genötigt wird von einer Person. Aber wissen Sie was? Was mich dann doch schon irritiert hat, ist, warum denn die Berliner Polizei jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung von Amts wegen ermittelt. Denn meines Erachtens müsste man dazu dann ein Werkzeug oder Ähnliches benutzen oder Gift oder eine gemeinschaftliche Körperverletzung begehen. Aber wenn ich alleine eine Person wegschiebe, dann wundert es mich, dass wenn keine Strafanzeigen oder Strafanträge gestellt wurden, jetzt gegen diese Personen ermittelt wird. Ich hoffe, es wird nicht gemacht, um Leute davon abzuhalten, von ihrem Notwehrrecht gegebenenfalls Gebrauch zu machen. Meine abschließenden Worte richte ich an die regierende Bürgermeisterin. Sie äußerten, dass Sie die Art und Weise des Protestes nicht akzeptieren würden. Dann wird das Ihre erste Regierungsprobe sein. Denn ich bin mir bei Ihren Koalitionspartnern nicht sicher, ob diese das genauso sehen. Sie müssen Ihren Worten auch Taten folgen lassen. Finden Sie einen Weg, diese Erpressungsaktionen zu unterbinden. Zeigen Sie, dass Sie dem linken Extremismus den Kampf ansagen, auch wenn Sie das in Ihren Koalitionsvereinbarungen vergessen haben zu erwähnen. Und zeigen Sie, dass die Nötigung einfacher Bürger, um politische Ziele zu erreichen, eine rote Linie ist, die in dieser Stadt nicht überschritten werden darf. Und sorgen Sie dafür, dass die Berliner endlich wieder pünktlich zur Arbeit fahren können. Vielen herzlichen Dank. Es folgt dann für die SPD-Fraktion der Kollege Schreiber. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, eigentlich wollte ich zwischendurch noch mal auf die AfD eingehen, aber ich mache es mal gleich am Anfang, dann sind wir das Thema los. Herr Wallender, Sie sind wirklich unter Ihren Machbaren geblieben, was Sie hier vorgetragen haben, im Höcke-Style irgendwelche Dinge zusammenzubasteln, aber eigentlich zum Thema nichts zu sagen und den Versuch zu wagen, sozusagen hier einen politischen Extremismus nicht nur herbeizuzaubern, herbeizureden. Das vermag letzten Endes eigentlich nur die AfD, ohne dass Sie mit Sachkenntnis und Faktenreichtum tatsächlich etwas zum Thema gesagt haben. Aber ich will Ihnen entgegenhalten, wissen Sie, wir sind es ja gewohnt, dass Sie mit ihrer Anhängerschaft aufgestachelt, auch durch die AfD, viele Ungeimpfte ohne Maske jeden Montag durch diese Stadt laufen und durch die anderen Städte. Und deswegen sind wir, glaube ich, nicht darauf angewiesen, dass Sie sozusagen sich hier zu anderen politischen Protestformen äußern. Ja. Aber nichtsdestotrotz komme ich gerne
zum Thema in dieser Aktuellen Stunde. Denn das, was wir seit circa 2 Wochen erleben, ist etwas, wo man klar sagen muss, hier gibt es einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hier ist die Situation die, dass wir Aktivistinnen und Aktivisten haben, die für ein Thema stehen, kämpfen, dazu komme ich auch gleich noch, die erstens sich selbst gefährden, aber letzten Endes auch Dritte, das heißt andere Verkehrsteilnehmer. Ich kann klar sagen, das, was man erlebt, das, was über die Medien auch dargestellt wird, was man auf unterschiedlichen Kanälen erleben kann, ist, sage ich mal, unsäglich, unerträglich und unverhältnismäßig. Diese Protestform, die hier versucht wird, durchzusetzen auf den Straßen Berlins. Warum sage ich das? Weil es sicherlich nicht mehr vereinbar ist mit der Fragestellung der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Und das sage ich auch sehr bewusst, denn zum einen ist es so, dass durch diese sogenannten Spontanaktionen, die letztendlich keine sind, wir haben es gestern in der Abendschau erlebt, Frau Hinrichs hat ja angekündigt, dass sie heute Morgen wieder Straßen blockieren wird. Das heißt, öffentlich zu bekunden, dass man Straftaten begeht, ist nicht sehr hilfreich und klug und dient auch nicht der Sache. Und zum anderen ist es so, dass wir die Situation haben, dass die Einsatz- und Rettungskräfte gerade durch diese Aktion schlichtweg gebunden sind, an der eigentlichen Arbeit gehindert werden. Wir haben die Situation, dass es eben nicht ausreicht, 1, 2 Beamte zu haben, um die Männer und Frauen, die Klimaaktivisten dort von der Straße zu bewegen. Sie sind festgeklebt, sie müssen dort Stück für Stück gelöst werden, damit es dann keine Blinden und Schäden an den Finger gibt. Und auf der anderen Seite muss die Polizei natürlich auch ein Stück weit versuchen zu unterbinden, dass die Personen wieder auf die Straße gelangen. Und wir haben in der Chronologie der letzten 1, 2 Wochen die Situation, dass die, die morgens sozusagen dort festgestellt wurden, identifiziert wurden, am Nachmittag wieder protestiert haben und wieder diese Form durchgesetzt haben. Das ist sozusagen die Sach- und Faktenlage. Was interessant ist, und da will ich auch gerne drauf kommen, auf die Fragestellung zum Thema politischer Protest an und für sich, das will ich vielleicht auch gleich nochmal deutlich machen. Es ist etwas, und das hat der Protestforscher Michael Neuber von der TU, glaube ich, nochmal gut dargestellt und erklärt. Wir alle verstehen, glaube ich, überwiegend in diesem Haus, dass das, was Sie tun, einen klaren politischen Ansatz hat. Sie wollen uns deutlich machen, macht mehr, tut mehr, wartet nicht ab. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, diese Botschaft ist angekommen. Im Wahlkampf, auf der Bundesebene, auf der Landesebene, in der kommunalen Ebene ist es so, dass dieses Thema der Klimabewegung sehr wohl eine Rolle spielt, dass wir im Land Berlin überlegen werden, zum Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz viel auf den Weg zu bringen, auch sozusagen aufs Gleis zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das wird nicht laufen mit einem Fingerschnipp, dass man sagt, wir können heute und sofort die Dinge ändern. Deswegen ist es richtig, dass der Protestforscher Neuber von der TU klargemacht hat, die Angst bei denen liegt darin, dass die Pandemie, die Thematik der Pandemie das Thema letzten Endes überstrahlt und überdauert und damit dieses Thema der Klimabewegung letzten Endes keine große öffentliche Aufmerksamkeit mehr bekommt. Und da muss man ganz klar sagen, nein, so ist es nicht. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, Ihnen deutlich zu machen, Kollege Freimark hat es ja gestern auch noch in der Abendschau gesagt, dass alle Parteien hier gesprächsbereit sind, auch alle Parteien natürlich auf Dialog setzen in der Sache. Aber wir müssen deutlich machen, dass die Art und Weise, die hier genutzt wird, nicht funktioniert. Jedenfalls nicht in einer Demokratie. Und man kann auch nicht sagen, dass man durch Straßenblockaden Gesetzesprozesse anschiebt. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Die Demokratie lebt ja auch von Auseinandersetzungen, von Reibungen, von unterschiedlichen Haltungen und Positionen. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall noch mal auch ein Stück weit deutlich machen. Auf der anderen Seite, das klang jedenfalls bei dem Vorredner etwas an, spielt das Thema der anderen Verkehrsteilnehmer, die sich teilweise auch nicht nur verbal äußern, auch handgreiflich werden. Das zeigt, dass sicherlich hier Wut, Frustration und Emotionen eine Rolle spielen. Ich kann das durchaus verstehen, wenn man da im Stau steht und warten muss, keine Frage. Aber man muss ganz klar und deutlich sagen, es kann eben nicht sein, dass der eine oder andere, auch wie nachlesbar und auch in verschiedenen Kanälen zu sehen, dann selbst tätig wird, handgreiflich wird, Leute wegträgt, wegschiebt. Die Gewaltenteilung bzw. die Durchsetzung des Rechts ist bei uns jedenfalls hier ganz klar geregelt. Das obliegt der Polizei, der Berliner Polizei.
Die Berliner Polizei, und ich glaube, Senatorin Spanger wird es auch noch mal deutlich machen, wird alles tun und machen, was dort möglich ist. Und das ist auch richtig so. Und allein nur sie kann und darf hier sozusagen die Person nicht nur identifizieren, sondern letzten Endes auch von der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes, tragen. Selbstjustiz ist eben eine falsch verstandene Zivilcourage. Das geht nicht. Und deswegen will ich auch deutlich machen, dass die Berliner Polizei und insbesondere die Einsatzhundertschaften, jedenfalls aus dem, was man lesen kann, sehen kann, doch wohl sehr besonnen, sehr konsequent und verhältnismäßig eingeschritten sind. Jedenfalls das, was deutlich wird und bisher vorliegt. Und ich bin auch dankbar, Frau Regine Bürgermeisterin und Frau Innensenatorin, Sie haben ja dazu auch nochmal deutliche Worte gefunden. Das Thema spielt der bundesweit eine Rolle. Es ist auch kein Berlin-Thema, weil Herr Wegener schon so guckt, so traurig wie der Berlin. Nee, sind auch andere. Ja, guckt so ein bisschen jedenfalls traurig. Es ist auch ein Thema, das bundesweit eine Rolle spielt. Die Aktivistinnen und Aktivisten bilden einen Kern von ca. 250 Menschen. Man kann auch nicht den Fehler machen, wie die AfD-Fraktion wiederholt, es ja auch versucht, zu sagen, das ist ein bestimmtes Spektrum. Es wird ja deutlich, auch sozusagen durch Darstellung in den Medien, dass es hier ein Querschnitt der Gesellschaft ist, die dort sitzen. Vom 19-Jährigen bis zum 72-Jährigen, von unterschiedlichsten Berufsgruppen, vom Handwerker bis zum Akademiker. Das muss man auch wissen in der Frage der Einordnung. Und dann kann man sich dazu natürlich auch ein Stück weit äußern. Was aber, denke ich, auch noch mal klar gesagt werden muss, und das zeigt auch so ein bisschen das, was Sie jetzt hier gerade auf den Straßen in Berlin treiben, ist natürlich auch der Versuch, und Sie wissen es selber, ich will nur einen Tweet mal zitieren, wo kann man in Deutschland die größtmögliche Störung hervorrufen, wenn ich auf deutschen Autobahnen, Fragezeichen. Ja, Sie nutzen und wählen dieses Mittel, was aus Ihrer Sicht legitim erscheint, aber, und darauf will ich jetzt hinauskommen, wir bewegen uns ja in Teilen schon im strafbaren Rahmen. Und in Teilen von Straftaten. Der Paragraph 315b, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, macht es sehr deutlich. Das Recht ist da in der Sache klar. Und ich kann nur sagen, um Nachahmungstaten letzten Endes zu unterbinden, um auch dem Punkt letzten Endes viel deutlicher im Blick zu nehmen, ist es sehr sinnvoll, auch darüber nachzudenken, dass es in der Tat beschleunigte Verfahren geben muss. Und zweitens, der Grundsatz muss gelten, wie in jedem Fall, die Strafe muss auf dem Fuß erfolgen. Herr Kollege, darf ich fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Woldeit zulassen? Herzlichen Dank. Nein. Das muss sozusagen der Grundsatz sein, den wir hier alle verfolgen sollten. Denn es kann eben nicht sein, dass hier letzten Endes auch ein Stück weit Recht gebrochen wird. Und deswegen will ich vielleicht noch mal hier auch die Botschaft senden, vielleicht auch für uns alle, dass diejenigen, die heute wieder und hoffentlich nicht in den nächsten Tagen auf Berlin Straßen sitzen und blockieren und mit ihrem Thema sozusagen auch öffentlich werben, dass sie lieber dafür Sorge tragen, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Das wäre natürlich die Bundesebene, der Deutsche Bundestag, aber natürlich auch das Abgeordnetenhaus, dass wir einen Dialog führen, dass wir aufhören, sozusagen Dritte im Grunde genommen hier in Generalhaftung zu nehmen, sondern uns alle bewegt die Frage, wie können wir etwas gegen diese Klimaveränderung tun, was können wir gemeinsam für ein besseres Klima tun, für Nachhaltigkeit. Da hat sich dieser Senat, aber auch die Bundesregierung vieles vorgenommen. Und ich habe die Hoffnung, dass, wenn wir auf Dialog setzen, anstatt auf Monolog in der Sache, dass wir dann zusammen auch viel erfolgreicher sein können und uns wir diese Straßenblockaden tagtäglich ersparen können. Herzlichen Dank. Es folgt dann die CDU-Fraktion und hier der Kollege Balzer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Sie alle pünktlich hier im Preußischen Landtag angekommen sind, denn das geht ja vielen tausend Berlinerinnen und Berlinern seit 2 Wochen nicht mehr so, beziehungsweise sie wissen nicht,
ob sie pünktlich zur Arbeit kommen, mit allen arbeitsrechtlichen Folgen, die passieren können. Aber schön, dass Sie es geschafft haben. Berlin ist die deutsche Hauptstadt und das politische Zentrum unseres Landes. Das ist unter anderem auch daran deutlich, dass unsere Stadt auch das Zentrum der Demonstration und politischen Aufzügen ist. Unsere Polizei begleitet und unterstützt jährlich über 5000 Veranstaltungen und Demonstrationen. Berlin hat das deutschlandweit freizügigste Demonstrationsrecht. Demonstrationen müssen nur angezeigt werden. Spontandemonstrationen sind sogar ohne Anzeige möglich. Die Verwaltung muss Demonstrationen unterstützen und mit den Veranstaltern kooperieren. Die Polizei ist zur Deeskalation verpflichtet, wozu auch ein Konfliktmanagement gehört. Bild- und Tonaufnahmen von den Demonstrationen sind von der Polizei nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt und alsbald wieder zu löschen. Das war alles nicht die Idee der CDU. Sie hat ein strengeres Demonstrationsrecht gewollt. Nun ist die Rechtslage so demonstrationsfreundlich, wie Rot-Rot-Grün sie geschaffen hat. Und ich frage mich, was in aller Welt hindert Demonstrierende daran, dieses Recht, das ihnen weit, weit entgegenkommt, zu nutzen oder wenigstens zu akzeptieren? Wir sind dabei als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt einiges an Behinderungen, Umleitungen, Straßensperrungen und auch einiges an kuriosen Erscheinungsformen von tatsächlichen oder behaupteten politischen Meinungsäußerungen gewohnt. Vieles beschränkt sich auf das Regierungsviertel oder wird am Wochenende durchgeführt. Die normalen, notwendigen Abläufe einer so großen Stadt wie Berlin werden dadurch nicht nachhaltig gestört, auch wenn es Unannehmlichkeiten gibt. Ist und bleibt das Demonstrationsrecht ein hohes Gut, welches geschützt werden muss. Dass eine politische, aktive, junge Generation Missstände anspricht, öffentlich macht und wo nötig auch anprangert, auch ist das richtig. Aber nicht um jeden Preis. Nicht akzeptabel ist es, wenn tausende Berlinerinnen und Berliner jeden Tag in Geiselhaft genommen werden, meine Damen und Herren. Das ist ein klarer Missbrauch des so liberalen Demonstrationsrechts. Von den Aktivisten Essen retten haben seit Montag letzter Woche 29 Straßenblockaden durchgeführt worden. Keine einzige dieser Aktionen war angemeldet. Spontan waren sie keineswegs, sondern minutiös geplant. Die Aktivisten aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, haben sich in den aktuellen Fällen, meistens auf der A100, auf Autobahnzufahrten festgeklebt und diese teilweise stundenlang blockiert. Was für ein massiver Eingriff in das Leben unserer Stadt. Die einzelnen Abschnitte der A100 gehören mit bis zu 180.000 Fahrzeugen pro Tag zu den am meisten genutzten Autobahnabschnitten Deutschlands. Hier sind Rettungsdienste unterwegs, hier wird die Stadt mit Gütern und Waren versorgt, es fahren Sozialdienste und Handwerker zu ihren Einsätzen. Berlinerinnen und Berliner kommen zu spät zur Arbeit oder wichtigen Terminen. Der wirtschaftliche Schaden für Einzelne ist gar nicht zu beziffern. Das alles wird billigend in Kauf genommen. Und das ist einfach so dahergesagt, man kommt zu spät. Interessanter wird es, wenn man persönliche Eindrücke gewinnt. Und mir sind zwei Fälle bekannt, die ich gerne kundtun möchte. Eine Ärztin, die Operation durchführen wollte, stand im Stau und ist auf die Aktivisten zugegangen und hat darauf hingewiesen, dass sie Operationen durchführen möchte. Ihr ist entgegnet worden, der Klimaschutz ist wichtiger. Das, finde ich, ist nicht akzeptabel. Ein zweiter Fall, auch eine Frau hat stundenlang im Stau gestanden und musste dringend auf Toilette. Und für sie hat sich jetzt die Frage gestellt, mitten auf der Autobahn auszusteigen oder sich im Auto zu entleeren. Ich finde, das ist absolut bedrückend und das ist etwas, was nicht akzeptabel ist. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Gläser von der AfD-Fraktion? Nein, danke. Das geht nicht und das fordert klare Zeichen und Maßnahmen von unserer Stadt. Nicht angezeigte Straßenblockaden muss die Polizei unverzüglich beenden. Hier kommt es also nicht in Betracht, die Demonstranten zur Ausübung ihrer Demonstration und Meinungsfreiheit noch eine Weile gewähren zu lassen.
Zweitens. Alle vorgekommenen Straftaten, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Nötigung, Behinderung von Rettungskräften, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sind zur Anzeige zu bringen. Drittens. Auch wenn die Demonstranten sich geheim über Telegram verabreden und die Organisation im Verborgenen geschieht, sind einige Redelsführer doch inzwischen bereits bekannt. Das sind Gefährder, die angesprochen werden müssen. Und zwar im besten Sinne. Hier in Berlin darf sehr wohl demonstriert werden, aber ausschließlich nach den Regeln, ich wiederhole, besonders demonstrationsfreundlichen Versammlungsfreiheitsgesetzes. Viertens, wenn Aktivisten mindestens 29 Mal Straßen blockieren, dann wird es höchste Zeit für vorbeugende Maßnahmen gegen das 30., 31. oder 32. Mal. In Betracht zu ziehen ist somit die Meldeauflage nach § 29 ASOG oder die Ingewahrsamnahme nach § 30 ASOG. Zu lesen war in den Medien auch, dass die Polizei Strafanzeigen gegen diejenigen erwägt, die den Blockierenden beschimpft haben oder sogar ihnen gegenüber handgreiflich geworden sind. Ja, auch das alles hätte nicht sein sollen. Und natürlich kann man auch hier nicht sagen, am Ende werden die unabhängigen Gerichte entscheiden, ob es strafbar oder vielleicht durch Notwehr oder Nothilfe gerechtfertigt war. Ich möchte aber nicht, dass hier die Rollen verkehrt werden. Wer unter dem Etikett einer politischen Demonstration rechtschaffende Bürgerinnen und Bürger daran hindert, ihre Arbeitsplätze, eine Behörde, ein Krankenhaus zu erreichen, ist Täter. Und wer die vorgenommenen rechtswidrige Weise im Stau festgehalten wird, ist Opfer. Applaus 228 Verfahren wurden gegen diese, in Anführungszeichen, Demonstranten bisher eingeleitet. Darunter 40 wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zumindest Stand von vorgestern. Wir unterstützen Polizei und Justiz dabei, diese Blockaden zu unterbinden und die Verantwortlichen zu verfolgen und zu bestrafen. Von den Fraktionen dieses Hauses sind bisher meistens klare Worte zu den Vorkommnissen gefunden worden. Grüne und Linke haben sich betont zurückgehalten. Das ist bemerkenswert und lässt die Frage zu, ob beide Parteien die Vorgehensweise dieser Aktivisten stillschweigend dulden. Diese Frage wird die Berlinerinnen und Berliner, die stundenlang im Stau gestanden haben, sicher sehr interessieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es folgt dann für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen der Kollege Franco. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist heute meine erste Plenarrede, aber nicht der erste Klimaprotest, mit dem ich mich beschäftige. Eine meiner ersten Demonstrationen, eine meiner ersten Demonstrationen war 2009 gegen das Revival der Atomkraft in Gorleben. Der berechtigte Protest der Generation vor mir, der wurde sogar noch mit Wasserwerfern und Schlagstöcken beantwortet. Doch ich bin froh, dass die Anti-AKW und die Umweltbewegung, dass die Aktivistinnen von damals nicht locker gelassen haben und wir in dieser hochemotionalen Frage heute einen gesellschaftlichen und einen politischen Konsens haben. Wieder ist es emotional und es ist wieder der Klimaschutz. Klar ist dabei, das verbriefte Grundrecht der Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Es ist essentiell, um das Versprechen einer lebendigen Demokratie mit Leben zu füllen. Denn Politik wird nicht nur alle 5 Jahre am Wahltag entschieden, sondern jeden Tag. Mit Petitionen, mit Veranstaltungen und eben auch auf der Straße. Berlin ist nicht nur Bundeshauptstadt, sondern auch Demonstrationshauptstadt. Jährlich finden bei uns 5000 Demonstrationen statt. Die Themen sind dabei bunt und vielfältig wie unsere Stadt selbst, und das ist auch gut so. Und sehr geehrte Damen und Herren, dass nun ausgerechnet Sie
am rechten Rand versuchen, versammlungsrechtliche Sachverhalte moralisch einzuordnen, verlangt schon eine gewisse Dreistigkeit. Sie können ja nicht mal Spaziergänge von verbotenen Demonstrationen unterscheiden. Rechnen können Sie auch nicht, wenn Sie mit Ihren 8% meinen, für das Volk sprechen zu wollen. Sie hätten nicht nur im Matheunterricht, Sie hätten auch beim Versammlungsrecht besser aufpassen sollen. Aber was will man denn auch schon erwarten? Sie heißen es gut, wenn Menschen mit nachgemachten David-Sternen mit der Aufschrift ungeimpft auf die Straße gehen, die Maskenpflicht ignorieren und das Abstandsgebot weder räumlich noch politisch einhalten. Sie verstehen sich, haben Sie selbst gesagt, als parlamentarischer Arm dieser Bewegung, alleine dadurch haben Sie sich für jeglichen Diskurs disqualifiziert. Deshalb kommen wir jetzt zurück zur Sache und schauen uns an, was genau so los war die letzten Tage. Die Stadt ist in Aufruhr. Geschickt gemacht, was bringt Deutschland mehr in Rage als Fragen über Autobahnen? Aber von Anfang an, wer, wo, was, warum, das ist die Grundlage jeder Sachdebatte. Essen retten, Leben retten ist eine Initiative, die bundesweit mit verschiedenen Aktionsformen auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam macht. Seit Ende Januar führen diese bundesweit Straßenblockaden durch. Teilweise klebten sich Aktivistinnen an Asphalt. Von der 19-jährigen Carla bis zum 72-jährigen Ernst. Es ist eine heterogene Gruppe. In Berlin, es wurde genannt, gab es ca. 30 Aktionen, unter anderem an der A100 und der A103. Autofahrer reagierten teilweise mit Gewalt, zerrten Aktivistinnen von der Straße. Ein Autofahrer schlug am 26.01. einer Frau mit der Faust ins Gesicht und beschimpfte sie. Einige Personen sind derzeit in Haft. Eine dreistellige Zahl von Personen wurde vorläufig bei den Aktionen festgenommen. Es laufen aktuell über 200 Verfahren. Besondere Aufmerksamkeit, und auch das wurde heute genannt, gab es bei einer Blockade, die die Zufahrt vom Virchow-Klinikum am 4.2. betraf. Das hatte nicht nur wie vielerorts Auswirkungen auf den Berufsverkehr, sondern führte auch für Rettungsfahrzeuge zu längeren Zufahrtswegen. Soweit die nüchterne Betrachtung, aber keine Angst, ich kann auch etwas politischer. Die Beurteilung der letzten Tage ist einmal eine Frage der Legalität und einmal eine Frage der Legitimität. Diese wichtige Differenzierung kam mir bisher zu kurz. Zur Legalität. Autobahnen sind kein rechtsfreier Raum. Auch das Versammlungsrecht aber schließt Autobahnen per se nicht als Ort einer Demonstration aus. Es wäre doch auch eine Farce, wenn man nur dann demonstrieren dürfte, wenn es keinen stört oder es niemand mitbekommt. Nun kann man viele Fragen stellen. Hätten die Demonstrationen zwingend angemeldet werden müssen? Welche Aktionen waren rechtmäßig? Welche waren es nicht? Welche der Blockaden sind strafrechtlich als Nötigung zu werden? Fragen stellen sich aber genauso in den anderen Fällen, in denen Autofahrer handgreiflich und gewalttätig wurden. Mich schockiert dabei erst recht, wenn ich sehe, wie viele Menschen im Netz diese Form von Selbstjustiz gutheißen. Denn eins sollte doch klar sein, polizeiliche Maßnahmen obliegen nicht wütenden Autofahrern, sondern der Polizei als ausführendem Arm des staatlichen Gewaltmonopols, meine Damen und Herren. Dennoch kein Grund zur Panik. Das Versammlungsrecht wird angewendet, auch bei Verstößen. Das Strafrecht bleibt davon unberührt und wird auch nicht unterlaufen. Aber Strafen, meine Damen und Herren, die rufen wir hier nicht pauschal vom RednerInnenpult aus. Über diese entscheiden immer noch Gerichte. Das nennt sich Rechtsstaat. Nun zur Legitimität. Ich kann verstehen, dass nicht wenige Menschen in den letzten Tagen, unabhängig davon, ob sie dieses Anliegen gut oder schlecht fanden, ziemlich genervt, gestresst oder verärgert waren. Das ist nachvollziehbar, das ist auch legitim. Ist deshalb eine Autobahnblockade illegitim? So einfach ist es eben nicht. Das lässt sich nicht einfach gegeneinander aufwiegen. Und auch der pauschale Vorwurf der Rücksichtslosigkeit ist nicht haltbar. Ich persönlich finde es auch richtig, dass die Proteste nach dem schrecklichen Mord an zwei Polizistinnen in Rheinland-Pfalz eigeninitiativ eingestellt wurden. Und es sei Ihnen unbelassen, auch bei der Art und Weise der Methodenkritik, die auch diese bleibt erlaubt. Ich persönlich halte zivilen Ungehorsam zunächst für ein legitimes Mittel. Und ja, das gilt nicht uneingeschränkt. Selbstverständlich muss Protest friedlich sein. Selbstverständlich darf dieser keine Menschenleben gefährden. Und natürlich darf es nicht sein, dass eine Demonstration dazu führt, dass der Rettungswagen nicht mehr durchkommt. Und ja, es gab Situationen in den letzten Tagen, in denen das der Fall war.
Das möchte und das werde ich auch nicht schönreden. Aber hören Sie bitte auf, so zu tun, als wäre dies überall dauerhaft und vorsätzlich Ziel und Zweck gewesen. Hören Sie auf, mit einem einseitigen Blick die Legitimität der Proteste abzusprechen. So etwas gehört sich nicht, zumindest nicht unter Demokratinnen. Herr Kollege Franco, ich darf Sie zunächst fragen, ob Sie Zwischenfragen der Abgeordneten Wallender und Brusek von der AfD-Fraktion zulassen. Heute nicht, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, politischer Protest, sei er unkonventionell oder manchmal auch anstrengend, war und ist für mich selbstverständlicher Bestandteil einer gesunden Demokratie. Das muss und kann man aushalten. Umso mehr finde ich die pauschale und undifferenzierte Kriminalisierung oder die Forderung der CDU, alle Teilnehmenden dem Haftrichter vorzuführen, gelinde gesagt überzogen. Denn selbst Ordnungswidrigkeiten oder strafbare Handlungen in solchen Kontexten sollte man nie absolut betrachten. Vielleicht verstehen Sie es auf diesem Wege. Kurz vor Weihnachten hat ein bayerischer Jesuitenpriester ein Strafverfahren in eigenen Worten provoziert. Er hatte weggeworfene Lebensmittel containert und dies öffentlich gemacht. Vielleicht ist es Ihre politische Antwort an ihn, die volle Härte des Gesetzes. Meine ist es nicht. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist immer noch ein unterschätztes Problem. Die AfD hat sich darüber lustig gemacht. Aber weltweit werden pro Jahr etwa 1,3 Milliarden Tonnen weggeworfen. Das ist ein Drittel aller produzierten Lebensmittel. In Europa verursachen vermeidbare Lebensmittelabfälle die gleiche Menge klimaschädlicher Gase wie die ganze Niederlande. Allein in Deutschland werden von den privaten Haushalten Jahr für Jahr 18 Millionen Tonnen in einem Wert von 20 Milliarden Euro entsorgt. Das muss endlich ein Ende haben. Und es liegt an uns als PolitikerInnen, das zu ändern. Berlin nimmt dank Rot-Grün-Rot mit der Ernährungsstrategie genau das in den Fokus. Auch die Ampel im Bund bringt endlich einen überfälligen Kurswechsel von der verbindlichen branchenspezifischen Reduzierung bis hin zur Entkriminalisierung des Containers. Und gerade als junger Mensch kann ich Ihnen sagen, ich bin so froh, dass es Aktivistinnen, PolitikerInnen und Regierungen gibt, die jetzt endlich anpacken. Herr Kollege, ich darf Sie jetzt fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Freimark aus der CDU-Fraktion zulassen. Ich bin doch gleich am Ende. Keine Panik. Vielen Dank. Ich lehne ab. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, es ist eine aufgeheizte Debatte und ich sehe, wir werden uns hier und heute nicht einig. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick, eine solche Debatte in Zukunft zu verhindern. Die Lösung ist nämlich keine rein rechtliche, sondern vor allem eine politische. Nehmen wir die Herausforderung der Klimakrise endlich an. Machen wir ernst bei Klimaschutz und Verkehrswende. Machen wir ernst mit Umweltschutz und Ernährungswende und das auf allen Ebenen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns dafür den nötigen Mut finden. Genau das bringt Berlin richtig in Fahrt. Vielen Dank. Das Wort zu einer Zwischenbemerkung hat nun der Kollege Woldeit von der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, mein hochgeehrter Kollege Herr Franco. Man merkt, unabhängig davon, was an der Wand steht, dass Sie ein Grüner sind. Das merkt man. Das merkt man durch und durch. Man merkt es übrigens auch daran, dass Sie offensichtlich, außer im Politikbetrieb, glaube ich, noch keiner vernünftigen Arbeit nachgegangen sind. Das merkt man übrigens auch daran, dass Sie so gut wie gar kein Verständnis für diese Menschen aufbringen, die stundenlang im Stau stehen, die zur Arbeit wollen, die genau die Leistungsträger sind, die das schaffen, was Sie und Ihre bisher produktiv untätigen Kollegen jeden Tag nutzen. Und das zeigt übrigens auch Ihre Bigotterie. Ich finde das hochinteressant. Sie reden übrigens von Aktivisten. Das sind keine Aktivisten, das sind Extremisten. Sie betonen eine spezielle Heterogenität, dieser Gruppen. Nein, das sind ganz knallhart linke Fanatiker und nichts anderes. Und wenn Sie das dann versuchen, irgendwie zu relativieren, dann ist das der falsche Weg.
Gleichzeitig sprechen Sie hier nicht zur Sache und versuchen das zu formulieren mit Spaziergängern, die übrigens eine ganz, ganz andere Art und Weise der Heterogenität darstellen. Das sind mitunter Bürger aus der Mitte, das sind Bürger aus der Gesellschaft, das sind mitunter ganz normale Krankenschwester, Staatsanwälte, es sind Rechtsanwälte, es sind Familienväter, es sind Eltern mit Kindern, die unterwegs sind. Das ist eine ganz, ganz andere Klientel. Und wenn Sie es nicht erkennen, dass es hier um Schwerststraftaten geht und von Legitimität und Legalität hier rumschwurbeln, da muss ich schon sagen, das hat eigentlich einen ganz, ganz besonderen Geschmäckle. Und wenn Sie uns dann noch vorhalten, wir hätten kein Recht, so eine Debatte zu führen, dann reihen Sie sich genau ein in dem, wo Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen stehen. Außerhalb des Parlamentarismus. Unter Demokraten darf man über alles sprechen im parlamentarischen Raum. Und wie nennt man Leute, die in der parlamentarischen und politischen Debatte den anderen den Mund verbieten wollen, weil sie ihrer Gesinnung nicht entsprechen? Das sind Faschisten, Herr Kollege Franco. Ich danke Ihnen. Herr Kollege Franco, Sie haben gleich die Gelegenheit zu erwidern. Vielleicht, Herr Kollege Woldeit, eine Bemerkung. Unter Demokraten und unter Kollegen in diesem Parlament sollten wir nicht die Lebensläufe und die beruflichen Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen hier abwerten. Was vernünftige und möglicherweise unvernünftige Arbeit ist, haben wir hier nicht zu beurteilen. Und dann hat der Kollege Franco die Gelegenheit zu erwidern. Ja, vielen Dank. Ich will das eigentlich auch nur kurz nutzen. Sie haben gesagt, man spricht Ihnen hier das Recht ab zu sprechen. Nein, das habe auch ich nicht gemacht. Ich sage nur, mit Ihren Äußerungen hier disqualifizieren Sie sich für den Diskurs und deshalb halte ich es auch nicht für nötig, überhaupt auf irgendein inhaltliches Argument von Ihnen einzugehen. Es ist nicht ernst gemeint, es ist einfach nur Quatsch, was Sie hier vortragen. Gerne können Sie mir auch vorwerfen, ich sei jung oder unerfahren. Das können Sie auch vielen Aktivistinnen oder Menschen, die sich in Parteien oder hier im Parlament engagieren, vorwerfen. Ich finde es gut, dass es viele junge Menschen gibt, die endlich was verändern wollen, damit wir auch in 20, in 30, in 40 Jahren noch einen bewohnbaren Planeten und eine lebenswerte Stadt haben. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch mal eingehen. Sie haben jetzt schon wieder die sogenannten Spaziergänge verteidigt. Das sind Bürger der Mitte, die dort auf die Straße gehen. Ich kann Ihnen was anderes erzählen. Ich war am Montag als parlamentarischer Beobachter auf zwei Demonstrationen. Einmal eine Gegendemonstration in Kreuzberg und einmal diese verrückte Demo von Rechtsextremen in Friedrichshain und am Alexanderplatz. Und in Kreuzberg kam eine Frau in die Menge und erzählte, ohne Maske selbstverständlich, sie wäre positiv auf Corona getestet und dann stört sie diesen Protest, wie nicht nur wie unverantwortlich, wie unverschämt ist denn das, und genau das sind die Leute, die Sie wählen, die Sie antreiben und für die Sie einstehen, schämen Sie sich dafür. Und wissen Sie, ich lasse mir hier auch nicht vorwerfen, dass es linke Extremisten sind, die da auf die Straße gehen. Eine Partei, die auf dem rechten Auge blind ist, die offensichtlich Strukturen in den Strukturen und mit rechtsextremen Netzwerken ziemlich viel am Hut hat, auch hier in Berlin. Da sollten Sie sich vielleicht selber mal Gedanken machen und Ordnung in Ihren Laden bringen. Damit wäre uns allen geholfen. Vielen Dank. Wir setzen dann fort mit dem Redebeitrag der FDP-Fraktion und das macht der Kollege Jotzu. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jeden Tag stehen Zehntausende Menschen in unserer Stadt im Stau. Es gab mittlerweile die 30. Aktion dieser Art. Insgesamt ist von allen dieser Aktionen mehr als 1 Million Bürgerinnen und Bürger betroffen gewesen. Die Rettungsdienste unserer Stadt sind morgens nur noch eingeschränkt einsatzfähig. Und das, obwohl bei Schlaganfällen und Herzinfarkten oftmals Minuten über Leben und Tod entscheiden können. Minuten, die unter Umständen jetzt verloren gehen können.
Und dieses Verhalten, meine Damen und Herren, soll so lange weitergehen, bis die Politik sich den ultimativen Forderungen der Blockierer beugt. Dieses Verhalten ist ein Missbrauch des Versammlungsrechts und es ist unter keinem Gesichtspunkt akzeptabel oder auch nur hinnehmbar, meine Damen und Herren. Ich will mich vornehmlich mit der Regierung auseinandersetzen. Allerdings will ich doch kurz auf den Kollegen Balzer eingehen, der ja im Vorfeld schon den Wunsch geäußert hatte, alle Teilnehmer mögen dem Haftrichter vorgeführt werden. Das hört sich markig an, Herr Balzer. Allerdings muss man sich, wenn man so etwas fordert, natürlich auch die Frage stellen, was der Haftrichter dann tun würde. Und der Haftrichter würde Ihnen sicherlich die Frage stellen, welche der Haftgründe der Paragraphen 112 und 112a StPO denn vorliegen. Und dann würde er kurz mit Ihnen durchgehen. Flucht des Beschuldigten? Nein. Fluchtgefahr nach den Umständen des Einzelfalls? Nein. Verdunklungsgefahr, Vernichtung von Beweismitteln? Nein. Wiederholungsgefahr einer schweren Katalogstraftat? Nein. Ergebnis? Gehen Sie mit Gott, guter Mann. Und danke, dass Sie meine Zeit verschwendet haben. Ich meine, Herr Balzer, bei aller markigen Bemerkung sollte man auch darauf achten, dass das, was man in Aussicht stellt, auch im Rahmen eines Rechtsstaats realisierbar ist. Ich kann es nicht hinnehmen, dass etwas gefordert wird, was der Rechtsstaat hinterher nicht einlösen kann. Denn dieses Missverständnis sollten Sie bei den Bürgerinnen und Bürgern, die hinterher enttäuscht sind, wenn es da nicht umgesetzt werden kann, nicht erwecken. Ich will aber vor allem auf die Koalition eingehen. Denn eines ist doch offensichtlich. Es fehlt völlig eine einheitliche Stimme in dieser Koalition. Vom linken Rand kommen ganz merkwürdige Ideen. Da hat im Innenausschuss der Kollege Kotschak jetzt die Idee vorgetragen, defund the police. Man will der Polizei alle Mittel entziehen. Da kommt auch schon der Beifall von der linken Seite. Aber das steht doch in einem merkwürdigen Gegensatz zu dem, was uns die Frau Innensenatorin vorgestellt hat in ihrer Regierungserklärung. Und da frage ich mich doch, Frau Innensenatorin Spranger, ich habe Sie bis jetzt so verstanden, dass Sie zusätzliche Mittel für Polizei und Feuerwehr einsetzen wollen. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung der Neustart in dieser Koalition gelingen soll. Mit den Ideen der Linken werden Sie nicht weit kommen, Frau Spranger. Die Grünen, und wir haben es eben noch mal gehört, haben auf allen Ebenen Verständnis für das Verhalten der Gefährder. Bundesvorsitzende Ricarda Lang, jetzt Frau Bundesministerin Lemke, Kollege Graf aus der Fraktion der Grünen und jetzt auch der Kollege Franco, der ja schon geäußert hat, Versammlungsfreiheit nimmt Autobahnen nicht aus. Ja, das ist richtig, solange von den Versammlungen keine Störungen der öffentlichen Sicherheit ausgehen. Und von der hiesigen Art von Versammlungen, da gehen ganz erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit aus. Und hier sind auch Verbote nach § 14 des Berliner Versammlungsfreiheitsgesetzes gerechtfertigt. Und sie müssen auch umgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und Sie, Herr Franco, sollten auch den Mut aufbringen, dies den Gefährdern ganz klar ins Gesicht zu sagen, statt sich hinter vager Juristensprache über Autobahnen und Versammlungsrecht zu verstecken. Und Sie sollten den Blockierern bei dieser Gelegenheit auch gleich erklären, dass eine vermeintliche Notlage solche Rechtsverstöße auch nicht rechtfertigt oder entschuldigt. Und wenn Sie hier schon das Bild von Legalität und Legitimität bemühen, dann muss man doch zu dem Schluss kommen, wenn das Verhalten hier schon nicht legal ist, also ein illegales Verhalten, dann ist es doch schon längst nicht mehr legitim. Wir haben es hier mit einem vollkommen illegitimen Eingriff in das Leben, in die Freiheit zehntausender Menschen in unserer Stadt zu tun und das jeden Tag und an mindestens 2 bis 3 Orten. Das kann so nicht weitergehen, Herr Franco. Allerdings glaube ich, dass das Problem bei den Grünen unter Umständen ein anderes ist. Denn es mag auch liegen in dem ambivalenten Verhältnis von Teilen der Berliner Grünen zum verfassten Rechtsstaat. Und da muss man sagen, ziviler Ungehorsam ist sicherlich kein Institut, das abzulehnen ist. Aber es ist vor allem dort nicht abzulehnen, wo es um Systeme geht, die nicht rechtsstaatlich sind. Etwa beispielsweise ziviler Ungehorsam gegen den Unrechtsstaat der DDR. Wenn Sie aber als Mitglieder einer Landesregierung, als Mitglied von Bezirksämtern oder als Mitglieder eines gesetzgebenden Organs Verständnis für zivilen Ungehorsam gegenüber Ihren eigenen Gesetzen haben, dann geht davon für den Rechtsstaat eine große Gefahr aus. Denn ein Rechtsstaat kann nur dann funktionieren,
Ein Rechtsstaat kann nur dann funktionieren. Hier war die Frage, welche Gesetze? Es geht um das Versammlungsfreiheitsgesetz des Landes Berlin, was hier nicht beachtet wird. Was sind das für Zwischenrufe aus der Grünen Fraktion? Der Rechtsstaat kann nur dann funktionieren, wenn die ihn tragenden politischen Kräfte seine Regeln auch respektieren. Wenn Sie die Rechtsordnung in Frage stellen, die Sie selbst erlassen haben, dann werden auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger es Ihnen gleich tun. Und Sie geraten doch auch in schwierige Abgrenzungsschwierigkeiten. Wenn Sie Verständnis für das Blockieren von Autobahnen und für das Ankleben oder das Missachten von Hygieneregeln in der Pandemie durch gute Gefährder haben, dann müssen Sie, wenn Sie Regierung sind, doch dasselbe Verständnis für solche Maßnahmen auch gegenüber anderen Gefährdern aufbringen, wenn diese in gleicher Weise sogenannten zivilen Ungehorsam üben. Ob Sie das bei Querdenkerinnen und Rechtsextremistinnen so gutieren würden, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Wenn Sie mit Ihrem Bezirksstadtrat den Brandschutz und Eigentümerrecht in einem Haus in Friedrichshain-Kreuzberg hintertreiben oder Vorkaufsrechte massenhaft rechtswidrig ausüben, weil es Ihnen politisch gerade in den Kram passt, fragen sich doch viele Menschen, warum Sie sich eigentlich selbst an Gesetze halten sollen. Wenn Sie als Koalition Gesetze wie den sogenannten Mietendeckel verfassungswidrig beschließen, um das Ganze dann krachend scheitern zu sehen. Genau wie Sie gerade vergeblich versuchen, Vergesellschaftungen rechtsmäßig zu beten, statt für Wohnraum in Berlin zu sorgen, dann verlieren viele Menschen nach ihrem unvermeidlichen Scheitern das Vertrauen in den Rechtsstaat und auch in die Politik, meine Damen und Herren. Hier kann ich Sie nur aufrufen, diesen Weg nicht weiterzugehen, denn er führt unvermeidlich ins Chaos. Klären Sie bitte, lieber Berliner Grüne, Ihr Verhältnis zum Rechtsstaat. Was muss getan werden? Von unserer Regierung, meine Damen und Herren, hört man erstaunlich wenig. Richtig waren die Äußerungen von der regierenden Bürgermeisterin Frau Giffey, die die Blockaden, anders als ihre Regierungspartner, als nicht hinnehmbar bezeichnet hat. Taten bleiben aber aus. Vor allem hat die Polizei immer noch kein wirksames Einsatzkonzept gefunden, um der massiven Störungen Herr zu werden. Ich frage mich, wo ist die Innensenatorin, Frau Spranger? Wo sind Strategie und Taktik, die gewährleisten, dass die Vorkommnisse schon in einem frühen Stadium unterbunden werden können? Welche Maßnahmen werden Sie, Frau Innensenatorin, ergreifen und wer, Frau Giffey, hat den Hut auf in dieser Koalition? Sind es Sie mit den durchaus zutreffenden Worten? Sind es die Linken mit Defund the Police oder sind es die Grünen, die immer dann Verständnis für Gesetzesbrüche und rechtswidriges Verhalten haben, wenn es ihnen gerade politisch in den Kram passt oder ihre eigene Lobby betrifft, meine Damen und Herren? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen. Ich kann Ihnen nur eines sagen, meine Damen und Herren von der Regierung. Die Berlinerinnen und Berliner haben die Schnauze gestrichen voll. Die Aktivisten tun sich auch keinen Gefallen. Denn mit einem Protest, der sich gegen die arbeitende Berliner Bevölkerung richtet, ernten Sie auch keine Sympathien für Ihr Anliegen. Es ist an Ihnen, Frau Giffey, deutlich zu machen, dass ultimative Forderungen an den Gesetzgeber, gestützt auf Gewalt gegenüber 100.000 Berlinerinnen und Berlinern, kein geeigneter Weg sind, um irgendetwas zu erreichen. Das Fatalste, was wir tun können, ist, einer solchen Erpressung als Legislative nachzugeben. Meine Damen und Herren, ich rufe Sie, Senatorinnen und Senatoren der Landesregierung, auf. Frau Giffey, formulieren Sie endlich klare Worte, damit verstanden wird, dass dieses Verhalten der Blockierer nicht zum Ziel führen kann, vor allem nicht dem Ziel näher kommt, die Legislative zu einem Handeln zu erpressen. Frau Innensenatorin Spranger, schaffen Sie endlich die Voraussetzungen, um das Phänomen effektiv und rechtsstaatlich polizeilich zu bewältigen. Seien Sie schneller, seien Sie aktiver. Frau Kreck, sorgen Sie dafür, dass beschleunigte Verfahren und unverzügliche Verurteilungen, analog wie wir das beim 1. Mai schon erfolgreich erprobt haben, auch hier angewendet werden. Denn eines ist doch klar, niemand anderes als Sie, diese Landesregierung, ist dafür verantwortlich, wenn dieses Problem weiter andauert. Meine Damen und Herren, Sie sind am Zug, machen Sie endlich Ihren Job. Vielen Dank. Und für die Linksfraktion folgt der Kollege Kozak. Und der Kollege verzichtet auf Zwischenfragen fürs Protokoll. Klimaaktivismus ist kein Verbrechen.
Es zeugt von der Beschränktheit der Rechtsaußenfraktion, wenn ihr zu diesem Thema nichts Besseres einfällt, als härtere Bestrafung derer zu fordern, die auf fundamentale Probleme dieser Gesellschaft aufmerksam machen. Es ist keine Bagatelle, weswegen Aktivistinnen die Autobahn blockiert haben. 500.000 Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in deutschen Supermärkten weggeworfen. Vieles davon in essbarem Zustand. Zeitgleich werden Menschen, die diese Lebensmittel retten und nutzen wollen, kriminalisiert. Kapitalistische Lebensmittelproduktion, das wird hier deutlich, heißt nicht, sich am tatsächlichen Bedarf der Bevölkerung zu orientieren, sondern billig überzuproduzieren und in den Handel zu werfen. Das ist nicht nur ernährungstechnisch eine Katastrophe, sondern ist auch mitverantwortlich für die Klimakrise. Es geht bei der Überproduktion nämlich neben der Produktion selbst auch um den Warenverkehr, um Wasser- und Landverbrauch, um Einsatz von Pestiziden und total pervers um die Aufzucht und Tötung von Tieren, von denen am Ende 20% in der Mülltonne landen. Aktuell sitzen aber nicht die Chefs derjenigen Konzerne, die solche verbrecherischen Verhältnisse mit Verantwortung in Gewahrsam, sondern die Aktivistinnen, die dagegen protestieren. Wenn wir verschwendete Lebensmittel umrechnen in ihre ebenso verschwendete Produktion, landen wir bei einer kaum greifbaren Zahl von 4,4 Milliarden Tonnen CO2, die global jährlich in die Atmosphäre gepumpt werden. 352 Milliarden Bäume müsste eingepflanzt werden, um dies zu kompensieren. Wenn wir dann noch den Fakt dazu holen, dass jeden Tag ca. 10.000 Menschen weltweit an Unterernährung und den medizinischen Folgen sterben, wird klar, dass wir hier nicht über blockierte Straßen reden, sondern über ein globales Menschheitsproblem. Die Klimakrise mit all ihren Folgen wie Hungersnöte muss konsequent bekämpft werden. Viva Sozialismus! Viva! Es war nicht das erste Mal. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit radikalen Protestformen auseinandersetzen müssen. Protest muss manchmal provokant sein, manchmal muss er den sogenannten Normalbetrieb stören, denn sonst bleibt er letztlich unbeachtet und wirkungslos. Angesichts einer Situation, wo weltweit die verantwortlichen Politikerinnen wieder besseren Wissens zuschauen, wie unser Planet quasi mit 300 km/h in den Abgrund gefahren wird, erscheint die Blockade von Autobahnauffahrten noch als mildes Protestmittel. Schauen wir, und das hatte Herr Franco schon gesagt, schauen wir auf die Anti-AKW-Bewegung, die in ihren wilden Anfangszeiten brutaler Polizeirepression ausgesetzt war. Tränengas aus Hubschraubern, Stacheldrahtzaun und hochgepeitschte Polizeihunde verteidigten das Interesse des Atomkapitals gegen die Protestierenden. Es hat lange gedauert, aber 2011, im Nachgang der vorhersehbaren Katastrophe in Fukushima, war die Protestbewegung schließlich auf Hunderttausende angewachsen und Angela Merkel war gezwungen, den Ausstieg aus dem Atomausstieg rückgängig zu machen. Fortschrittlicher Protest lohnt sich und hat diese Welt schon oft verbessert. Auch die Feministinnen, die 2019 den Marsch der Abtreibungsgegnerinnen mit Sitzblockaden blockierten, wurden wegen angeblicher Nötigung vor Gericht gezerrt. Antifaschistinnen, die Nazis und rechte Aufmärsche blockieren, werden kriminalisiert. So auch die ehemalige Abgeordnete dieses Hauses, Canan Baydam und Hakan Tash. Deshalb unterstützten tausende Antifaschistinnen die Kampagne des Berliner Bündnis gegen Rechts. Wir sitzen, weil sie marschieren, gegen die Kriminalisierung von Sitzblockaden. Antifaschismus ist die Grundlage unseres Zusammenlebens nach 1945 und gehört deshalb nicht kriminalisiert, sondern in die Verfassung. Immer wieder werden linke antifaschistische Proteste kriminalisiert oder gesilenced, während rechte, rassistische, antisemitische Aufmärsche, Versammlungen oder Spaziergänge verharmlost werden. Aber wir brauchen die Proteste gegen menschenfeindliche Ideologien wie die der Rechtsaußenfraktion. Und wir brauchen die Proteste gegen ein Wirtschaftssystem, das die Lebensgrundlage der Menschheit zerstört. Die Klimakrise lässt sich nicht wegsperren, wenn wir nicht ganz grundsätzlich ein Wirtschaftssystem in Frage stellen, in dem Mensch, Tier und Natur für die Profite einiger weniger ausgebeutet werden, wird sich die Zerstörung unserer Lebensgrundlage fortsetzen, dann können wir davon ausgehen, dass unsere Kinder und Enkelkinder, ja auch ihre Kinder und Enkelkinder, in einer Welt leben werden, die heißer ist und in der Dürren, Überschwemmungen, Wasserknappheit, Ernteausfälle und damit auch Hungersnöte Normalität werden.
Statt Klima- und linke Proteste zu kriminalisieren, sollten wir Demokratinnen also gemeinsam handeln, um der Klimakatastrophe entgegenzuwirken. In der Berliner Koalition haben wir bereits jetzt konkrete Maßnahmen verabredet, die Klimaschutz gewährleisten sollen. Wir wollen uns von fossilen Brennstoffen unabhängig machen. Mit dem Kohleausstieg vor 2030, einer Solarkampagne mit Förderprogramm, dem Umstieg auf klimaneutrale Wärme. Dabei helfen ein kommunalisiertes Stromnetz und die angestrebte Kommunalisierung des Fernwärmenetzes. Denn Energieversorgung muss öffentlich, gemeinnützig und bezahlbar organisiert werden und nicht der Profitlogik unterliegen. Neben der Energiepolitik steht für uns auch die Mobilität im Fokus. Denn um von der autozentrierten Stadt wegzukommen, brauchen wir ein dichtes, funktionierendes, für alle bezahlbares ÖPNV-Netz. Der zügige Ausbau der Tramlinie ist für uns dabei besonders wichtig. Straßenbahnen ermöglichen einen umweltfreundlichen und kostengünstigen Transport. Fuß- und Radinfrastruktur müssen verbessert werden. Es ist vollkommen klar, Leute haben Lust, vom Auto umzusteigen. Das zeigen viele Untersuchungen. Aber wir brauchen eine gute Verkehrsinfrastruktur für alle. Zentral für den sozialökologischen Umbau des Berliner Verkehrs ist die S-Bahn. Sie ist das Rückgrat des ÖPNV. Und deswegen wollen wir sie kommunalisieren. Dafür sollen Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt werden. Und die Koalition hat sich verabredet, bis Herbst dieses Jahres ein Konzept für ein landeseigenes Verkehrsunternehmen vorzulegen, das den S-Bahn-Betrieb übernehmen wird. Wir haben im Koalitionsvertrag auch festgehalten, den Klimaschutz als Querschnittsthema in allen Politikbereichen zu berücksichtigen und diesen auch in die Landesverfassung mit aufzunehmen. Das ist mehr als nur Symbolpolitik. Das ist ein Versprechen der Koalition an die Millionen Menschen, die in den letzten Jahren mit Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und vielen anderen auf den Straßen waren. Wir werden die Klimakrise mit allen möglichen Mitteln bekämpfen. Alle unsere Maßnahmen im Koalitionsvertrag sind gute und wichtige Schritte auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Um der Klimakatastrophe zu begegnen, brauchen wir eine schlagkräftige und breite soziale Bewegung, die weit über parlamentarische Maßnahmen hinausgeht. Denn wie schon gesagt, sitzen die Problemverursacher vornehmlich in den Chefetagen. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte die Entwicklungsorganisation Oxfam einen Bericht, nachdem die reichsten 10% der Weltbevölkerung für mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Sie leben im globalen Norden, sind die Wirtschaft der Industriestaaten und beuten den globalen Süden aus. Das sind die wahren Kriminellen, die eine Welt in Chaos in Kauf nehmen, solange ihre Gewinne nicht gefährdet sind. Das sind die, die wir tatsächlich stoppen müssen. Kolleginnen und Kollegen, ich habe zwar nicht das Gefühl, dass der Redner gerade ein stimmliches Problem hat. Trotzdem ist es so, dass wir uns bitte gegenseitig zuhören und die Unruhe ein bisschen runtergefahren werden müsste. Auch die ständigen Zwischenrufe, die den Redner irritieren. Ich bin auch gleich durch, dann können Sie weiterschreien. Nicht ein paar Protestierende, die den Autoverkehr für einige Minuten stören. Am 25. März gibt es deshalb den nächsten globalen Klimastreik, auch hier in Berlin. Und auch die Klimakämpfe an anderen Orten wie in Lützerath, am Braunkohletagebau Garzweiler 2 in NRW gegen den Energiekonzern RWE gehen weiter, solange grundlegende Veränderungen ausbleiben. Es besteht kein Zweifel, dass es in Bezug auf die Klimakrise nur noch heißen kann, System Change, not Climate Change. Und lassen Sie uns in Berlin damit anfangen. Vielen Dank. So, dann können wir uns wieder beruhigen. Und das Wort hat dann für den Senat die Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport. Bitte sehr, Frau Senatorin Spranger. So, wir würden dann jetzt fortfahren nach Möglichkeit. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich schon anfangs sagen, dass das, was wir seit mehr als zwei Wochen
auf den Straßen von Berlin und insbesondere auf der Stadtautobahn im Berufsverkehr beobachten, völlig inakzeptabel ist. Wir erleben, dass Protestierende seit dem 24. Januar 2022 Sitzblockaden in Fahrbahnbreite durchführen und damit den öffentlichen Straßenverkehr zum Erliegen bringen. Die Protestierenden, von denen sich einige als Aufstand der letzten Generation bezeichnen, kleben sich mit den Händen auf die Fahrbahn fest. Als Schwerpunkt hat die Polizei dabei insbesondere Aktionen auf den Auf- und Abfahrten der Bundesautobahnen 100 und 103 festgestellt. Auch im Stadtgebiet waren verschiedene Straßen betroffen. Die Protestierenden tun das, um Aufmerksamkeit natürlich vor allem für den Klimaschutz zu schaffen. Sie fordern ein Essen-Retten-Gesetz und eine Agrarwende hin zu nachhaltiger Landwirtschaft. Dass sie von der Polizei bei diesen Aktionen in Gewahrsam genommen werden, wird bewusst in Kauf genommen und als ziviler Ungehorsam deklariert. Die Aktivisten werden dabei von eigenen Medienvertretern begleitet und versuchen so, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Der Klimaschutz ist ein Anliegen, und das hat Tom Schreiber vorhin eben auch gesagt, und auch das Thema Essensverschwendung, das viele, auch hier unter uns, völlig zu Recht sehr wichtig finden. Mit diesem Agieren schaden die Aktivisten allerdings ihrem eigenen Anliegen. Denn die Berlinerinnen und Berliner akzeptieren es nicht. Das zeigen leider auch die Reaktionen. Die gewählte Form des Protestes jedenfalls, nämlich die Blockaden unserer Autobahnen, ist ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr und damit ein Straftatbestand. Strafgesetzbuch, Paragraph 315b. Nicht nur wird vielen Berlinerinnen und Berlinern der Weg zur Arbeit oder die Ausübung ihres Berufs immer wieder erheblich erschwert. Weit schlimmer noch. Durch die massiven Verkehrsstaus besteht immer auch die Gefahr von Auffahrunfällen, bei denen Leib und Leben von Menschen gefährdet werden. Hinzu kommt, lebenswichtige Rettungswege, Notarztfahrten und der Transport von Kranken und Verletzten werden bewusst versperrt. Und damit geht das, was diese Aktivisten hier tun, weit über die grundgesetzlich geschützte Versammlungsfreiheit hinaus. Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist dadurch nicht gedeckt. Diese Blockaden gefährden schlichtweg Menschenleben. Und darum sage ich hier ganz klar, der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Vor allem heiligt es nicht dieses Mittel. Und darum können wir diese Blockaden nicht hinnehmen. Nun möchte ich aber auch ein paar Worte zum so wichtigen Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sagen, das in diesem Zusammenhang, das ist heute auch wieder passiert, ja immer wieder genannt wird. Unser Grundgesetz misst der Versammlungsfreiheit zu Recht ein ganz
besonderes Gewicht bei. Es ist gut, dass dieses Haus in der letzten Legislaturperiode ein modernes Versammlungsfreiheitsgesetz beschlossen hat. Sitzblockaden können auch grundsätzlich als wichtige öffentliche Meinungsbekundung betrachtet werden. Aber auf der anderen Seite gilt auch, in einer freiheitlichen Demokratie und im Rechtsstaat müssen sich alle an die Regeln halten. Regeln gelten auch für die Protestierenden, denen ich hier unmissverständlich sagen möchte: Niemand steht über dem Gesetz, und sei das Anliegen auch noch so wichtig. Auch diejenigen, die für den Klimaschutz kämpfen, müssen sich an Recht und Gesetz halten. Wenn Blockierer so unvermittelt auf die Straße treten, dass fahrende Autos abrupt abbremsen müssen, das ist eine Straftat. Und im Übrigen, sie gefährden auch sich selbst. Die Polizei hat auch festgestellt, dass die Aktionen nicht oder erst wenige Minuten vorher bei der Versammlungsbehörde angezeigt wurden. So kann die Polizei natürlich nicht rechtzeitig eingreifen, um die von den Blockaden ausgehenden Gefahren wenigstens zu begrenzen. Und wenn es vielleicht heißt, das waren doch spontane Aktionen. Nein, das waren sie sicher nicht. Wenn ich sehe, wie Aktionen abliefen, in welcher Häufigkeit, dann zeigt das eines: Sie waren sehr wohl geplant. Nicht zuletzt deshalb, weil sich ja auch immer rechtzeitig, wie vorhin schon gesagt, eigene Medienvertreter zu den Protesten einfanden. Wir wissen, dass die Aktionen oft wenige Minuten vorher angekündigt oder gepostet wurden. Das zeigt, den Aktivisten ist ihre Öffentlichkeitsarbeit wichtiger als der Schutz von Leib und Leben ihrer Mitmenschen. Wir dürfen nicht vergessen, die Polizei schützt das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, wird aber immer konsequent gegen Straftaten vorgehen. Die Versammlungsfreiheit gilt nicht grenzenlos. Wenn Protest zur Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wird, muss die Polizei eingreifen. Die Polizei hat eine Reihe von Personen festgestellt, die aufgrund der Aktionen mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Es handelt sich dabei um Straftaten wie den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wer sich an die Fahrbahn anklebt und damit die Beendigung der Aktion erschwert, der macht deutlich, dass es ihm nicht um friedliche Proteste geht. Das ist auch für die Einsatzkräfte natürlich eine besondere Herausforderung, denn sie können die Personen ausschließlich mit ärztlicher Rettungsdienst der Polizei aus der Verklebung lösen. Im Übrigen, durch die Verklebung soll die eigene Identität vorsätzlich verschleiert werden. Denn durch die Manipulation des körperlichen Identifizierungsmerkmals Fingerabdruck können die Personalien nicht, zumindest nur erschwert, aufgenommen werden. Die Innenministerkonferenz hat dieses schon länger bekannte Verhalten bereits im vergangenen Jahr missbilligt und angeregt, das stärker zu sanktionieren. Zudem haben wir auch beobachten müssen, dass einzelne von den Blockadeaktionen Betroffene ihre Wut an den Blockierenden ausgelassen haben. So sehr ich den grundsätzlichen Ärger darüber verstehen kann, so muss ich doch hier auch deutlich sagen, auch das ist nicht akzeptabel. Auch wenn sich die Blockierenden rechtswidrig verhalten, überlassen Sie bitte das Einschreiten der Polizei. Und ich wünsche mir von den Betroffenen, dass diese die Polizei als Zeugen unterstützen.
Dafür sind wir dabei, entsprechende Meldebögen auch zu erarbeiten und vorzunehmen. Denn es ist originäre und alleinige Aufgabe der Polizei, gegen die Blockierenden vorzugehen und die Straßen wieder freizuräumen. Das ist der Polizei Berlin auch immer gelungen. Bei allen Protestaktionen war es der Polizei möglich, die Blockaden relativ zügig zu beenden. In vielen Fällen hat die Polizei auch die Personalien der Protestierenden festgestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei hat immer konsequent geprüft, ob zur Gefahrenabwehr oder auch Freiheitsentziehungen möglich sind. Ich begrüße, dass es in den letzten Tagen mehrere richterliche Entscheidungen gab, Personen zur Verhinderung der Wiederholung solcher Aktionen in Gewahrsam zu halten. Hier ist jetzt natürlich die Justiz gefordert. Angesichts der öffentlichen Ankündigungen und Erfahrungen in anderen Ländern müssen wir damit rechnen, dass es zu weiteren vergleichbaren Protesten kommen wird. Die Polizei erweitert daher deutlich ihre Taktik, um Aktionen rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern, zum Beispiel durch gezielte Gefährderansprachen. Darüber hinaus prüft die Polizei, ob mögliche Kostenübernahmen ihrer Maßnahmen durch die Blockierer eingeleitet werden können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, denn auch solche Einsätze bezahlen die Berlinerinnen und Berliner über ihr Steuergeld. Die Polizei Berlin bereitet sich also umfangreich vor und wird auch zukünftig konsequent die Sicherheit in unserer Stadt gewährleisten. Frau Kollegin, ich möchte mich, Frau Senatorin Spranger, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Penn zulassen. Nein, danke. Ich möchte mich daher an dieser Stelle ausdrücklich für das konsequente, aber sehr besonnene Vorgehen der Einsatzkräfte bedanken. Sehr herzlichen Dank. So, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Und ich komme zum Tagesordnungspunkt 2 und rufe die